Hey Leute, willkommen bei einem neuen Teil von Steel Rising. Wir sind ja hier immer noch im Quartier de Luxemburg, wo wir das letzte Mal hier uns mit der Kutsche haben hinbringen lassen und sind dann hier durch die Gegend gestolpert und haben dann letztendlich diese Vestalin hier aktiviert. Genau, hier sind wir hergekommen und hier gehen wir jetzt weiter und schauen mal, was diese Gegend uns hier so bringt. Ist wieder ein bisschen dunkel. Irgendwie laufe ich immer hier im Dunkeln rum. Ich weiß auch nicht, außer in den Gärten, da in den Tuilerien, da war es noch hell. So, hier haben wir wieder irgendwie einen Punkt über der Tür. Das heißt, da gibt es wieder Gespräche oder einen Dialog. That's a strange way to treat a customer, chère madame. I want to keep you alive, mon ami. I'll be reasonable. The machines are gone. You can see the coast is clear. There's no way. You are not going through that door until I say so. Bon sang, what did I do to deserve this? Pardonnez-moi. Oh, grand Dieu. Well, wasn't I right, chère monsieur? Will you hold your tongue? Do you want to get us all killed now? Do not fear. I have no intention of harming you. I just want a word, je vous prie. Die reden nicht mit mir? Hallo? Die haben Angst. Okay, gut, kann man verstehen. Gibt es hier sonst noch? Kann man sich irgendwo raufschwingen hier? Ich sehe nix. Da oben ist aber Loot. Also wenn ich mir das hier so anschaue, sieht man es da oben, aber das kann man anscheinend nur von innen da oben erreichen. Okay, gut. Gehen wir hier mal weiter. Ruinen des Jahrmarkts von Saint-Germain. Ruinen des Jahrmarkts. Na, sehr jahrmarktmäßig sieht es ja hier nicht aus. Hier oben war jetzt das Gebäude mit dem Loot. Aber das sehe ich jetzt auch gerade nicht, wie man da hochkommt. Nee. Okay. Gehen wir mal ein bisschen systematischer vor hier. Na? Aufhüpfen geht übrigens auch. Ja, es sieht alles ziemlich zerstört aus hier. Es sind noch gerade keine Maschinen da, hätte ich beinahe gesagt. Da liegt auch noch Loot. Schauen wir mal, was der hier. Oh, da oben ist auch noch eins. So, mal gucken, was der so macht. Wenn der genauso lahm ist wie sein Kumpel mit der Axt hier, haben wir ja eigentlich nichts zu befürchten. Oben steht einer. Ich gehe jetzt erstmal hier draußen gucken, bevor ich hier irgendwelche anderen Wege einschlage. Schauen wir mal hier noch die Tür. Manchmal kann man ja Türen öffnen, wo man das gar nicht vermutet. So. Irgendwie relativ wenig hier zu holen und zu sehen. Diese Türen kann man ja irgendwie nicht öffnen, oder besser gesagt Tore. Ups, aber ich vermute, da hinten ist eine Sackgasse. Aber das ist nur eine Vermutung. Manchmal... Ich höre hier komische Sachen.
Manchmal tun sich ja da noch irgendwelche Wege auf Bronzebarren. Ja, ich könnte mal kurz ins Inventar gucken. Ich habe richtig viele Bronzebarren und Gusseisen, aber mir fehlt da noch dieses dritte Material. Da habe ich noch gar nichts gekriegt. Also vielleicht kriegen wir das ja hier in der Gegend hier irgendwo. Wo kommst du denn jetzt her? Oh Gott, ich brenne schon wieder. Erstmal löschen. Und ich krieg eine Brandgranate. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Hat sich denn der versteckt? Kann ich hier irgendwie mit meinem toll neu erworbenen Sprung, mit meiner Sprungfähigkeit da irgendwie oben drüber? Also das habe ich noch nicht so ganz verinnerlicht, wo ich hier dann plötzlich rüberspringen kann und neue Gebiete erschließen kann. Ja gut, jetzt müssen wir halt doch hier irgendwie weiter. Auch bloß wieder einer mit so einer Spitzhacke. Ups. Okay. Das habe ich ja jetzt eigentlich nur gemacht, weil ich da die Anzeige gesehen habe. Wie habe ich das jetzt nochmal... Ich konnte mit hier so irgendwie. Oder auch nicht. Okay, probieren wir nochmal. Also irgendwie bin ich da noch nicht so ganz. Habe ich noch nicht so ganz raus, wie man da irgendwie da rüber springt. Ich springe mal nach oben. Vielleicht. Nee, ich komme da nicht rüber. Aber das ist ja sicher so gedacht. Vielleicht, kann ich. Ja. Na, vielleicht kann ich wirklich mehrfach springen. Probieren wir nochmal. Nö. Also irgendwie... Keine Ahnung. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Keine Ahnung. Ich muss das, glaube ich, nochmal üben. Oh mein Gott. Ah, zwei Stück. Ja, die Besonderheit an der Gegend habe ich ja schon festgestellt, dass sie da nicht schwere Gegner, sondern mehr auf einmal reinstellen. So. Ja, ich befürchte halt, wenn ich dieses schnell durch die Luft sprinten hier nicht lerne, da komme ich hier dann auch teilweise nicht weiter, befürchte ich halt. Na gut, also gucken wir nochmal. Schaue ich nochmal. Also. Nee, ich kann das immer nur einmal hier unten. Das geht aber irgendwie. Ja doch, irgendwie geht's ja schon. Ihr seht mich hier jetzt dumm rumüben. Also im Zweifelsfalle. Nee? Also...
Am Boden geht das, aber irgendwie in der Luft geht's nicht mehrfach. Naja. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich werde diese Gegend ja doch nochmal irgendwie durchsuchen. Vielleicht habe ich es bis dahin gelernt. Chemieresistenz und Kapseln. Ups, wahrscheinlich. Naja, gut. Darf man mal hier unten weiter. Also, wenn ihr das Spiel selber mal gespielt habt und irgendwie wisst, wie man hier diesen Sprung. Ah Gott, ich sehe nichts. Ist wieder so im Dunkeln hier. Chemiekapseln. Also, wie man so Mehrfachsprünge machen kann. Vielleicht muss ich einfach nur das Tutorial lesen. Nochmal. Das da erklärt. Wie gesagt, hier so auf dem Boden geht es ja irgendwie. Also wenn ich jetzt hier so... Aber da muss ich anscheinend auf dem Boden stehen, damit es mehrfach geht, also in der Luft. Das ist dann wohl nicht vorgesehen. Oder ich stelle mich zu dumm. Wie gesagt. Okay, jetzt gehen wir hier mal hoch. Kann ich ja hier so rüber? Okay. Sitz eines edlen Geistes. Und hier ist wieder ein Musiker, diesmal mit einer Fiedel. Ja, aber da komme ich so irgendwie nicht hin. Naja, gut. Oh, und noch ein Sack. Den nehmen wir auch gleich mit. Eine verbesserte Frostgranate. Sehr cool. Übrigens, diese verbesserten Granaten, habe ich jetzt festgestellt, kosten 450 Anima-Essenz. Also sind doch ein bisschen teurer. Wie die normalen. Die normalen kosten 300. So. Da war mal drin. Aber hier schon. Lauter zerstörte Häuser. Ja, jetzt muss ich darüber. Das ist jetzt echt... Weiß nicht wie. Ach. Das war es jetzt nicht. Mist. Da oben liegt auch noch was. Wie komme ich denn da hin? Also, das ist alles schwierig. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Ja, das ist...
Irgendwie kann ich das nicht. Stell mich zu doof. Nee? Lass mal das Tutorial gucken, ob ich da irgendwas... irgendwas sehe. Und dann ausweichen in der Luft. Ausweichen in der Luft. Oder kann man, wenn man rennt, weiter fliegen? Nee, auch nicht. Ja, ich vermute, dass ich da drüben weiter muss. Ansonsten... Ausweichen geht irgendwie nicht. Ah, ich habe keine Ahnung. Vielleicht an der Wand entlang? Vielleicht hier irgendwie so? Ich da rüberkomme? Oh je. Aha. Okay. Ja, das ist jetzt echt doof. Keine Ahnung. Nee. Also sowas finde ich echt blöd. Irgendwelche Mechaniken, die sie nicht gescheit erklären und mit ohne die man dann echt nicht weiterkommt. Also gut, ich werde jetzt hier mal rumfrickeln und mal gucken, wie man rüberkommt und das dann vielleicht rausschneiden. Okay, jetzt bin ich drüben. Mit Anlauf springen und dann nochmal hier weiter war jetzt der Trick. Ja, puh. Echt, Fingerfertigkeit ist hier gefragt. Ist jetzt hier nicht so meine Spezialität, aber gut. Okay. Gut, dann könnte ich ja darüber auch, aber nee. Wie gesagt, ich gehe jetzt erst hier erstmal voran. Da unten war jetzt ein Gegner noch. Ja, da immer irgendwie so ein... Oh! Oh, der hat doch immer sonst so einen Kumpel dabei noch, der ihm da irgendwie bufft oder keine Ahnung. Diese kleinen Krabbeldinger. Und zumindest haben wir hier ein Tor, was natürlich wieder nicht aufgeht. Ja. Okay, dann hier weiter. Hier schießt einer auf mich. Oh Gott, wo kommen die denn jetzt bitte schön her? Oh mein Gott.
Meine Güte, okay, gut. Wo sind die denn jetzt bitteschön hergekommen? Ich habe mich ja schon mal gewundert, wo hier... Ja, und wo soll ich jetzt hier bitte hin? Ah, hier irgendwie? Okay. Und hier komme ich wieder nicht durch. Mir fehlt ein Werkzeug wahrscheinlich, oder? Was ein Werkzeug, ja. Was für ein Werkzeug. Also, diese Gegend hier ist echt nervig, finde ich. Also, mit diesem ständigen Gehüpfe. Jetzt falle ich wahrscheinlich hier runter. Nee, sogar drüben. Zwei Violen. Da steht schon wieder so ein großer. Ja, wahrscheinlich muss ich hier runter, oder? Nun gut. Oder hier hoch? Komme ich hier hoch? Ja, manchmal irgendwie. Naja, gut. Oh, genau. Der hat wieder so einen kleinen... Oh, nee, Leute. Also, zwei von den Dingern. Ich glaube, ich bin... Oh Gott, Gott. Nein, 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 nein. Ich wollte dich eigentlich heilen. Himmel. Ah, nee, und jetzt bin ich wieder da unten. Oh, Leute, es ist ja zum Kotzen. Ach Gott. Okay. Okay. Wo ging es denn hier hin? Ach, ich habe auch noch die falsche Waffe drin. Super. Ging das hier hin? Hier hoch, oder? Da, der... Uch. Genau, da waren ja zwei von denen. Damit es ein bisschen lustiger wird. Aber ich glaube, ich muss hier mehr mit irgendwelchen Bomben arbeiten und... irgendwelche Fernangriffe, wenn das so viele sind, weil... Weil... Hm. Ah. Ach Gott. Ach Gott, wieso schaltet der jetzt hier um? Ach so, weil der eine... Blödes Ding. Ah. Ah. Schauen wir mal, Lähmgranaten. Oh Gott. Die sind ja cool, gegen die hier. Bronzebahn. Okay, Bronzebahn. So. Und jetzt muss ich hier wieder irgendwie total bescheuert hoch. Ah. Okay, schauen wir mal, ob ich das noch hinkriege. Hier. Ja. Nicht gut, aber...
Einigermaßen. So, habe ich jetzt noch irgendwelche Sprenggranaten? Schick, komme ich da nicht so weit, oder? Oh Gott, die Hilfe. Die machen ja überhaupt keinen Schaden. Dann lasst mal gucken, was ich hier noch reintun könnte. Handgranaten vielleicht. Frostgranaten habe ich auch noch viele. Schauen wir mal. Vielleicht kann man den ja ein bisschen niederbrennen hier. Nee. Nicht wirklich. Mist. Fängt nicht an zu brennen. Dafür habe ich zu wenig. Vielleicht kann man einfrieren. No. So, zumindest einen schon mal erledigt hier. Also einfrieren geht gut. Einfrieren geht gut. Na. So. So, wo sind die jetzt alle hergekommen? Müsste man jetzt hier einen anlocken und... Mist. So. Wo war jetzt mein Anima? Hier oben. Mal gerettet fürs Erste. Und dann den Knirps hier. Oh Gott. Die kommen ja näher nach. Na, zwei auf einmal ist doof, Leute. Das ist jetzt nicht gut. Macht euch mal schön wieder vom Acker. Da draußen war eine Kiste und die hätte ich ja ganz gerne. Oh Mann. Nein. Und ich sehe nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte. So, was haben wir denn hier noch? Sprenggranaten. Jetzt. Dann friere ich den erstmal nochmal ein. Wieso? Das ist aber wirklich hier irgendwie total bescheuert. Die haben sich jetzt da irgendwie festgefressen, oder? Na gut.
Florett und Parierdolch. Einer weniger. Boah, Leute, also das ist ja ein Kack hier. So, und der ist da irgendwie, hängt jetzt hier fest, oder? Du hängst jetzt hier fest. Ja, genau, und kannst mich aber trotzdem hier durch Wände durchschlagen. Ach, und ich erwische dich auch nicht hier. Ein Bug. Gut. Nehmen wir das hier mit. Aber wenn du da festsitzt, dann bleibst du auch da. So. Frostgranate. Gut, jetzt suche ich hier aber mal, solange der da noch feststeckt. Auf, keine Ahnung. Suche ich hier nochmal die Gegend ab. Gibt es hier noch irgendwelche Goodies? Sieht nicht so aus. Na gut, dann gehen wir hier mal weiter und lassen den da unten stecken. Das ist mir jetzt egal. So. Sind wir ziemlich weit oben hier. Oh, da habe ich einen. Ein Loot übersehen. Alchemiekapseln. 11 Stück. Oh, cool. Ja, die kann ich gut brauchen. Na gut, ich habe 300. Ist jetzt kein Mangel. Ja, ich muss ein bisschen üben hier. Ach so, jetzt komme ich hier runter. Okay. Wo muss ich eigentlich hin? Da drüben hin? Hm. Keine Ahnung. Also das hier ist ja wirklich ein Labyrinth hier, die Gegend. Okay. Ein ziemliches Labyrinth. Was ist eigentlich hier unsere Mission? Was habe ich schon vor lauter Stress hier total vergessen? Was wir eigentlich machen müssen? Die Schatten des Palais du Luxembourg. Monsieur Lavoisier wollte sein Anliegen im Palais du Luxembourg vorbringen. Ach, genau, wir sollten ja hier den guten Vaucausson aus seiner Zelle befreien, oder? Der sitzt doch im Gefängnis, haben wir doch das letzte Mal gelernt. Irgendwelche hinterhältigen Überfälle hier. Das Spiel ruckelt wieder. Und dabei hat es ein Update installiert hier, dieses Spiel, bevor ich hier... Quartier du Theater, da waren wir doch schon mal im Theaterquartier. Habe ich jetzt hier irgendwie... Ich hätte gerne irgendwie eine Truhe mit dem Upgrade-Material, Leute. Wäre mal nice. Violette Blitzresistenz.
So viel kann ich gar nicht einpacken. Und an jeder Ecke ist dann irgendwie ein anderer Gegner. Der eine macht Blitz, der andere macht Feuer. Da hätte ich ja viel zu tun, wenn ich für alle Eventualitäten immer irgendwelche Elixiere hier einpacke. Ein Gegner in der Nähe? Okay. Und was ich auch noch komisch finde, dass ich relativ wenig Anima-Essenz bekomme für die umgebrachten Gegner hier. Relativ wenig. Gut, es ist relativ, aber wenn ich jetzt mir angucke, dass ich ja eigentlich meistens das Zeug wieder einsammle, wenn ich es verliere. Habe ich doch ein paar Farmrunden jetzt einlegen müssen, um meinen Vorrat für Bomben etc. wieder aufzufüllen. Fiole der Frostresistenz. Ich habe jetzt völlig den Überblick verloren hier. Ich laufe jetzt hier einfach nur durch die Gegend und hoffe, dass ich irgendwie mal irgendwie auch hier rauf, oder? Auf die Kutsche klettern und dann vielleicht da oben rüber? Irgendwie? Aber da müsste ich ja... Das funktioniert sicher wieder nicht. Na, natürlich. Ich müsste dann irgendwie Anlauf nehmen und dann... Aber wie nimmt man auf einer Kutsche Anlauf? So schnell kann ich nicht. So schnell bin ich nicht. Also lassen wir das jetzt mal hier. So, ich gehe mal hier lang. Ups. Hier gibt's nix. Nee. Auch nicht. Ja, dann gehen wir da lang. Hier weiter, oder? Kann auch eine Kutsche klettern, aber ich denke dann immer, oh, das sieht wieder nach einem Bosskampf aus. Moment. Da müssen wir uns besser ausrüsten. Die tun wir raus. Die tun wir auch raus. Oder? Die tun wir hier rein. Genau. Wir nehmen mal eine Lähmgranate erstmal mit. Aber Bosse, die hier so angekündigt werden, die sind ja meistens nicht so schwer. Ah, das ist doch einer mit so einer Fiedel. Aber der ist auch nicht stärker als seine Kumpel. Ja, wo ist jetzt dieser Boss? Ja, wenn so Nebel ist. Ja, vielleicht ist er gar nicht hier, sondern über dem Zaun und wir müssen da erst hin.
Alles sehr dubios. Oh, hier vorne. Das sieht ein bisschen mystisch aus hier. Oder ich lieg völlig falsch. Ach, sieh das an. Ja. Irgendwie glaube ich, liege ich völlig falsch. Aber das geht hier rein. Ich habe jetzt ganz schlechtes Gefühl hier. Irgendwie ist das alles sehr merkwürdig hier. Diese mystischen Schwaden werden immer mehr. Ich weiß es nicht, ob sich da irgendwas ganz was Großes anbahnt. Sens eines Krieges und Geistes. Na, ich habe irgendwie... Instabiler Falke. Oh nee. Naja, gut. Schauen wir mal, ob man ihn mit. Das funktioniert auch gut. Dann können wir mit unserer Rostwaffe wahrscheinlich auch noch fertig machen. Aber der hat ja eigentlich auch keine anderen Moves. Außer, dass er mehr Leben hat wie die normalen Gegner. Okay. Todesmut-Module und noch ein Modul. Und ein Bismut-Block. Wir können jetzt dann ein Upgrade machen unserer Waffe. Yippie und Juhu. Darauf habe ich gewartet. Genau. Wir können nämlich die hier. Nee, die will ich erstmal upgraden. Genau, und wenn wir dann noch einen finden, dann können wir hier auch unsere Schildmuskete nochmal upgraden. Und was kann ich sonst noch? Oh, ich brauche über 10.000 Anima-Essenz schon für einen Upgrade. Was habe ich da jetzt für so ein Modul-Dings bekommen? Was war das für eins? Todesmut-Modul 2. Erhöht mäßig den von Aegis verursachten physischen Schaden und ihre Wucht, wenn sie kaum noch Leben hat. Oder habe ich das Flinkheitsmodul gewonnen? Okay. Nun gut. Jetzt ist der ganze blaue Nebel weg. Also nur wegen dem Ups-Gegner hier. Aber vielleicht kann ich noch ein paar Granaten kaufen. Ich kaufe, glaube ich... Ah.
an Lehmgranaten noch. Genau, so. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Das hier ist natürlich wieder zu. Ganz klar. Ja, irgendwie fühle ich mich jetzt gerade etwas überfordert von dem Spiel, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt. Wahrscheinlich, weil ich diese Schnellsprünge da nicht gut genug beherrsche und ich immer das Gefühl habe, ich komme irgendwann an eine Stelle, wo ich nicht weiterkomme, wenn ich nicht schnell genug mit flinken Fingern hier den Controller bedienen kann. Hier ist es so merkwürdig ruhig. Ich hole mit reinem Öl. Es kommt mir alles so bekannt vor. War ich hier nicht schon mal? Da drüben gibt es noch was. Komme ich hier rein? In den Wald? Nee. Mich gar nicht rein. Müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite irgendwie. Ein Pavillon. Mit einer Notiz. Jetzt schaue ich erstmal. Na gut, ich hole erstmal die Notiz. Und es stehen bequeme Stühle hier. Ach, das ist wieder so ein Echo, was ich jetzt sehe, so eine Erinnerung. Monseigneur? Monseigneur, where are you? Genau, ich wollte doch gerade sagen, das ist doch der dicke Cagliostro hier, der Bösewicht. Oh. Monsieur Lavoisier has fallen into a trap. His captors probably took him to the Palais du Luxembourg. Also den brauche ich schon nicht mehr irgendwo hier auf freier Wildbahn suchen. Das sind wieder drei. Ja. Mal ein bisschen auseinanderlocken hier. Einer weniger. Ja, komm mal schön hierher. Oh. Ah, das war ungeschickt. Wieso treffe ich den nicht? Der ist so fett und ich treffe ihn nicht. Ah, meine Ausdauer lässt wieder zu wünschen übrig.
Aber wir haben es trotzdem geschafft. So, wie komme ich jetzt zu diesem Loot, was da vorne... Da muss ich wahrscheinlich hier über dieses Boot hopsen, oder? Ah, ne, kann ich einfach hier hinlaufen. Gut. So einfach. Okay. Der wirft noch mit Brandbomben hier. Weiß es nicht, ist die Waffe jetzt besser? Oder... Bisschen vielleicht schon. Huch. Ach, da ist noch mal so einer. Okay. Also hier gibt's nichts zu sehen. Da gibt's Loot. Komm ich auch nicht raus? Ach, warum muss das alles immer so wie ein Irrgarten sein hier? Ah, das ist schon wieder irgendwie so ein Musikant. Ja, die haben aber ungefähr die gleichen Moves, also diese Musikantendinger. Also der mit der Tröte und... Hier war das Loot wahrscheinlich. Ne, kommt keiner um die Ecke gesprintet hier, wie sonst immer. Aber ich könnte mal die ganzen Essenzen hier verprassen. Aber ich will mir die mal aufheben, so für Notfälle. Wahrscheinlich ist das gar nicht so gut und ich sollte die mal in ein Level abstecken. Oh, da ist wieder so ein kleiner. Ugh. So. Ich glaube nämlich, der bufft die Großen dann immer. Bin mir nicht sicher, aber... So, was sagst du denn hierzu? So, Frost sagt der nix. Der verteilt ja selber Frost. Ja, man läuft halt schon ganz schön hier durch die Gegend, ohne dass was passiert. Aber ich beschwere mich jetzt nicht. Besser als über so Planken zu hüpfen, wo ich mir die Finger breche. Ah. Brandgranaten. Dankeschön. Die kann ich brauchen. So, sind hier noch Fässer? Drin. So. Ich habe immer die Angst, dass ich irgend so einen größeren Bosskampf laufe, so unvorbereitet, weil diese großen Bosskämpfe, die waren ja irgendwie so völlig unangekündigt oder unerwartet.
Und man hat ja gesehen, der Cagliostro, der hat tolle Maschinen noch auf Lager. Ja, ich habe schon so das Gefühl, dass die Waffe jetzt ein bisschen besser ist mit dem Level Up. Muss ich mir jetzt einreden, nachdem ich so viel Kohle dafür gezahlt habe. Hier. Machen weiter. Wo machen wir weiter? Wahrscheinlich kommen wir hier unten gar nicht rein, oder? Ja gut, gehen wir mal zu dem Typen hier, wo Gegner rumlaufen. Muss man ja auch irgendwie hin. Ein bisschen heilen kann auch nicht schaden. Irgendwie. Noch einen erledigt. Verbesserte Frostgranate. So, jetzt kann ich mal... Achso, wenn ich hier runterhüpfe, komme ich nicht mehr hoch, oder? Oder da drüben? Schwierig, schwierig. Gut, dann gehe ich nochmal hier weiter. Ah, hier ist noch eine Vestalin. Mal sehen, ob ich da irgendwie hinkomme. Ach. Erwischt. Ich war mir meiner Sache schon so sicher hier. Sollte man ja nicht sein. An Essenz. Hier ging es irgendwie weiter. Aber ich glaube, da komme ich da drüben auch raus, ja. So, dann gehen wir hier mal zu der Vestalin. Ich hoffe, die kann ich einfach so hier aktivieren. Okay. Keiner da? Keiner zu Hause? Ich nehme an, da vorne geht es dann weiter. Genau, hier wäre ich auch hochgekommen, wenn ich da runtergehüpft wäre. Ich hüpfe hier mal runter und gucke mal hier lang. Weiß auch nicht, ob wir hier... Oh, hier hören wir jemanden quatschen. Einen Aristokraten. You are wrong about my intentions. Get back! You were only given the power of speech to better deceive your victims. Na, die Kamera ist ja wieder toll. Peace, Monsieur. What do you want from me?
à la fin. What happened to those who died in this square? What you see is the entire court of the Comte de Provence lying there. I am the only survivor. The Comte de Provence? Has he fallen as well? No. The scoundrel deceived us. He left the palace without telling us. When it was our turn to flee, it was already too late. The adventure ended here, on the steps of the theatre. At the hands of this monstrous creature who spits fire, ice, and lightning. The most courageous tried to fight back, but they met with the same fate as the others. Does this creature have no weakness? One would imagine. We did manage to land a few blows when it was dragged down by the weight of its enormous mortar. But it was all in vain. My only advice to you is to escape while you still can. Okay, der weist uns jetzt hier wahrscheinlich auf den nächsten Boss hin. Aber ich glaube, das werden wir uns dann in der nächsten Folge hier angucken. Ich kraxel mal wieder hier rauf zu meiner Vestalin. Ups. Ach. Guck mich hier gerade noch mal ein bisschen um. Na, da hinten gehe ich noch mal nicht rein. Hier kann ich noch was aufheben. Eine von einem Überlebenden verfasste Grabrede. Hier liegen jene, die dem Comte de Provence treu ergeben waren. Na, das haben wir ja schon gehört, dass hier einer überlebt hat und der Comte sich vom Acker gemacht hat. Hier sieht man Schleifspuren. Keine Ahnung. So, gut. Shortcuts kann man hier auch nicht aufmachen. Und hier bin ich hergekommen. Okay, gut. Ja, dann denke ich, werde hier mich bei der Vestalin ein bisschen ausruhen und diese Folge beenden. Und wir sehen uns dann hier wieder im, wie heißt das hier, Chalet de Luxembourg oder so ähnlich. Gucken gerade mal auf die Karte. Quartier du Luxembourg. Okay, gut. Luxemburg, Stadtviertel oder so. Genau, und schauen mal, wahrscheinlich wird da dieser Boss auf uns warten, irgendwo, von dem der Aristokrat uns da erzählt hat, werden wir aber dann in der nächsten Folge vielleicht sehen. Jo, würde mich freuen, wenn ihr wieder reinklickt. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!